Ja, hi YouTube, ich hatte euch ja... Hoppala, Entschuldigung. Hi YouTube, ich hatte euch ja versprochen, hier ist noch ein zweiter am Rennen und der ist gerade vorgekommen. Und den zeige ich euch jetzt. Das ist ein kleiner Baby-Igel. Verdammt, der ist vorbeigerannt. Das war nichts. So, da bin ich nochmal. Der Igel ist jetzt etwas vorgekommen aus seinem Versteck. Er ist jetzt gerade am Mampfen und ich versuche mich mal leise anzupürchen, euch den zu zeigen. Ne? Viel Erfolg. Da haben wir ihn. Er ist sehr wachsam. Da ist er am Snacken. Kamera muss ich gerade noch ein bisschen scharf stellen. Da ist er. Sekündchen. Jetzt haben wir. Jetzt ist er am Mampfen. So. Ich will ihn noch nicht weiter stören. Deswegen lege ich die Kamera nochmal auf den Boden. Der ist jetzt gerade dabei, fleißig seinen Winterspeck anzufuttern und schon mal zu bunkern. Hier rennt auch noch ein zweiter rum. Den habe ich aber leider noch nicht gefunden. Der soll wohl noch ein kleines Baby sein. Diese Geräusche genial, die Igel machen, sie futtern. Hört sich fast ein bisschen an wie so ein kleines Schweinchen. Versuche ich mal noch ein bisschen näher zu bringen. Okay, ich bin dann wohl nicht so sein Fall, aber ich konnte ihn ja nämlich filmen. Ich lasse ihn jetzt auch in Ruhe und freue mich auf das Erlebnis mit den Sternschnuppen. Ich glaube, ein oder zwei habe ich schon gesehen. So schnell hatte ich aber leider die Kamera nicht bei der Hand. Okay, dann bis bald, euer Küchenmagier. Ciao, ciao. Hallo YouTube, hier ist wieder Sven, euer Küchenmagier. In nächtlicher Umgebung. Heute haben wir nämlich den 11. August 2012 und da wollte ich euch etwas ganz Besonderes vorstellen. Heute gibt es nämlich ein Spektakel am Himmel und zwar kommen heute Sternschnuppen runter. Wirklich geregnet, könnte man schon fast sagen. Das Spektakel, das beginnt bald. Das würde ich euch gerne zeigen wollen, deswegen vorab dieses Video. Und ich habe noch einen kleinen abends meistens unterwegs
Gesellen gefunden. Den zeige ich euch jetzt mal. Er ist leider ein bisschen im Dunkeln. Ich hoffe, man kann ihn ein wenig erkennen. Es ist nämlich ein Igel. Und der ist so circa einen halben Meter vor mir. Den sieht man ja auch nicht alle Tage, ne? Also quasi zwei Highlights zum Nulltarif quasi. Ja, ihr merkt, heute habe ich, ich freue mich sehr auf dieses Erlebnis, weil es kommt jedes Jahr vor. Allerdings ist es das erste Mal, dass ich davon auch wirklich was mitbekomme. Okay, so, ich zeige euch jetzt mal den kleinen Igel, der ist nämlich süß. Ich hoffe, ihr könnt ihn ein wenig erkennen. Ich will auch nicht allzu nah rangehen. Da versteckt er sich nämlich. Da ist er. Ah, ich glaube, den kann man kaum sehen. Ich möchte ihn auch nicht unbedingt anfassen, weil Igel haben ja nur den Nachteil, dass sie wirklich ziemlich stachelig sind. So, ich mache mal Pause, vielleicht kommt er noch mal ein bisschen mehr ans Licht, ne? Ja, hi YouTube, ich hatte euch ja... Entschuldigung. Hi YouTube, ich hatte euch ja versprochen, hier ist noch ein zweiter am Rennen und der ist gerade vorgekommen. Und den zeige ich euch jetzt. Das ist ein kleiner Baby-Igel. Verdammt, der ist vorbeigerannt. Das war nichts.